ihr am Schulanfang und am Schuljahresende, also Jahresanfang und Jahresende, immer einen Gottesdienst bei euch. Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakasch und ich heiße dich ganz, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Und dieses Mal ist es kein Pferdespiel. Ich habe mal wieder Lust, eine Runde zu wimmeln und es wird Portal of Evil, die gestohlenen Siegel werden. Ich habe hier auch noch nichts eingestellt. Ich habe das Spiel gerade eben erst angemacht. Ich würde jetzt gern spielen. Ich guck mal, ich werde mir ein Profil anlegen müssen, denke ich. Da, ja, bitte gib deinen Namen ein. Das mache ich doch glatt. Damakasch und okay. Ich habe einen Brief von einem Erzbischof namens Benedikt bekommen. Er bat mich dringend zu der St. Pietro Cathedral in der Stadt von Vivaro im Süden Italiens zu reisen. Er behauptete, dass es sich um eine wichtige Angelegenheit handelte, die mit meinem Großvater zu tun hat. Ich muss gestehen, dass mich all dies sehr überrascht hat. Alles, was ich über Großvater weiß, ist, dass er einst für eine religiöse Organisation gearbeitet hat und vor einigen Wochen spurlos verschwand. Ich hätte ihn gerne besser gekannt und mehr mit ihm gesprochen. Doch Opa Abraham hatte nie mit mir über seine Aktivitäten gesprochen. Deshalb habe ich mich ohne Umschweife direkt nach Vivaro aufgemacht und hier bin ich nun. Wir nehmen normal. So, okay, dann habe ich jetzt am Anfang erstmal das Tutorial. Mal gucken. Wähle die Person aus, um mit ihr zu sprechen. Na, das mache ich doch mal. Good day. Hallo, mein Name ist Vanessa. Ich habe eine Einladung vom Erzbischof Benedikt erhalten. Entschuldigung, mein Deutsch ist nicht gut. Wenn Sie wollen, in Kathedrale, zeigen Sie Einladung, bitte. Kein Problem, einen Moment, ich habe noch ein Papier. Es ist der Brief, den ich erhielt. Vielleicht findet sich im Auto etwas Nützliches. Wähle die Tür, um sie zu öffnen. Sieh dir den Koffer an, vielleicht findet sich daran etwas Nützliches. Warte, okay, ja. Ein Schlüssel. Kann ich das, ja gut, ich mache das jetzt erstmal so. Ich mag das gerne, wenn das Inventar aufgeklappt bleibt, ne? Aber ist nicht schlimm. Was habe ich denn hier? Dies ist das einzig existierende Foto von Opa Abraham und mir. Ach, war ich da jung. Ah ja, guck mal, das ist ja süß. Schau mal. Das Tagebuch enthält nützliche Informationen. In diesem Foto, die Übersetzung ist etwas holprig, ich merke schon, auf diesem Foto bin ich 7 Jahre jung. Seitdem ist so viel Zeit vergangen und ich bin erwachsen geworden. Opa Abraham sieht immer noch genau gleich aus. Das ist das einzige gemeinsame Foto von uns. Ah ja, das ist der Brief. Heute habe ich einen Brief vom Erzbischof Benedikt erhalten. Er bat mich dringend, in die San Pietro-Kathedrale in der Stadt Vivaro im Süden Italiens zu reisen. Er sagt, dass es eine wichtige Sache ist, die mit meinem Großvater zu tun hat. Das ist doch alles sehr mysteriös. Wir hatten nie viel Kontakt mit Großvater. Soweit ich mich erinnern kann, reiste er viel und verschwand dann vor einigen Wochen urplötzlich. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Ich kann mich erinnern, dass er Kollegen aus dem Klerus hatte, aber naja, ich wollte schon immer mal nach Italien. Außerdem ist das die Gelegenheit, mehr über den Großvater herauszufinden. Der Anblick einer Wache am Eingang zu einer Kathedrale ist ungewöhnlich. Wie es aussieht, ist dies eine ganz normale Kathedrale und dennoch erfolgt der Eintritt nur mit einer Erlaubnis. Der Brief lag einem Papier bei, das muss diese Erlaubnis sein. Okay, und dann ist das mit dem Foto und mehr habe ich noch nicht. Einladung, da habe ich sie ja. Und eine Pinzette, Flipflops, ein Portemonnaie. Ich würde das Portemonnaie eigentlich auch mitnehmen wollen. Kann ich sonst noch was mitnehmen? Nein. Ist hier noch? Nee. Okay. Wenn du mal nicht weiterkommst, nutze einen Tipp. Ne, das mache ich jetzt aber nicht. Habe ich hier noch was? Da glitzert noch was rum, guck mal.
Ich muss den Bolzen herausschrauben. Ist das nicht ein bisschen unhöflich? Vielleicht zeige ich erstmal dem jungen Mann das Papier. Grazie, Signora Helsing. Vielen Dank, Helsing. Ich wusste, Sie würden kommen ganz schnell. Kommen Sie durch, aber nix, Auto. Die Stange ist kaputt. Warum reparieren Sie es dann nicht? Ich kann hier nicht einfach weg, Signora. Sie können doch gerne gucken, ob Sie das hinbekommen. Alles klar. Ja, nee, ist schon klar. Also, das ist ja echt eine merkwürdige Kirche. Der Opa ist bestimmt geflüchtet. Also, da steckt ein Zweig im Mechanismus fest. Ich habe doch eine Pinzette, damit kriege ich den bestimmt raus. So. Macht dann 10,50 Euro. Seltsam. Warum dieses Aufhebens um die Sicherheit? Und dann verlangen sie nach einer speziellen Erlaubnis. Das sieht wie eine ganz gewöhnliche Kathedrale aus. Gibt es davon nicht unzählige in Italien? Ups. Was war das denn? Was ist denn los mit mir? Erst der komische Traum und nun das. Ich muss erstmal zur Ruhe kommen. Ich muss diese Vision in der Kathedrale auf dem Grund gehen. Das ist ja eine mega schöne Kirche. Ist das bei euch eigentlich in der Schule, wenn Schulanfang ist oder Schulende, dann auch so, dass da erstmal ein Gottesdienst ist? Also hier ist das so. Das ist jetzt mal meine Frage der Folge. Habt ihr am Schulanfang und am Schuljahresende, also Jahresanfang und Jahresende, immer einen Gottesdienst bei euch? Interessiert mich mal. Schreibt mir das mal ruhig unten rein in die Kommentare. Und jetzt gucke ich mal hier weiter. Wir haben Streichhölzer gefunden und eine Zeitung. Heute ereignete sich am Himmel über der Stadt San Pietro Kathedrale ein seltsames Phänomen. Zeugen sagen aus, dass sich der Himmel rötlich verfärbte und von purpurnen Blitzen erleuchtet wurde. Die Kathedrale erstrahlte in einem hellen, orangefarbenen Glanz, so als stünde das ganze Gebäude in Flammen. Zeugen gaben an, dass während dem Feuer und noch lange danach ein deutlicher Schwefelgeruch in der Luft lag. War dies ein Zeichen des Himmels oder doch nur ein seltenes Naturphänomen? Die Musik ist sehr schön, ne? Oh, was ist hier? An dem Fuß des Vogels wurde ein Kreuz gebunden. Ich muss den Vogel herlocken, aber wie? Wahrscheinlich nicht mit Streichhölzern. Das, denke ich, ist eher unwahrscheinlich, ne? Ich gehe mal weiter. Okay. Ich sag mal erstmal Hallo. Good day. Schönen guten Tag, Vanessa. Er freut sich, kennenzulernen. Mein Name ist Müller. Gordon Müller. Freut mich, Sie kennenzulernen. Bei allen gebotenem Respekt ist es mir aufgrund einer äußerst wichtigen Angelegenheit aktuell unmöglich, Ihnen die gebührende Zeit zu widmen. Ich werde jedoch jemanden schicken, der Sie zu Ihrem Zimmer weist. In der Zwischenzeit können Sie sich gerne umsehen. Alles klar. Ich bin gerade Gordon Mills begegnet. Er wusste von meiner Ankunft, was bedeutet, dass Pater Benedikt nicht der Einzige war, der mich erwartete. Gordon versprach, jemanden zu mir zu schicken, der mir alles zeigen würde. In der Zwischenzeit sehe ich mich alleine um. Ich nehme mal einen Stock mit. Kann man machen. Eine kreuzförmige Öffnung. Ah, da gehört diese Kette rein, die bei dem Vogel ist, oder? Ja, hier auch. Abgeschlossen. Na bravo. Wie soll ich mich dann umgucken? Hier gibt's ja nichts. Da oben sind Tauben. Eine Libelle. Kriege ich das irgendwie? Ah, mit dem Stock vielleicht. Kann ich das darunter angeln? Nee, ich glaube nicht, dass ich den Vogel mit einem Stock anlocken kann. Ah, hier ist ein Schlüssel, aber ich komme nicht heran.
Das geht. Bam. Na gut, dass das... ich wäre ja jetzt blind gewesen, aber das kennt man ja von mir schon. Okay, also ich habe jetzt einen Schlüssel. Kann ich jetzt selber aufschließen? Der hätte mir ja auch mal aufsperren können. Der ist ja unhöflich, der Gordon. War das der Glöckner von Notre Dame? Langsam gewöhne ich mich an die Vision. Dieses Mal war es jedoch kein flüchtiges Bild, sondern ein echter Geist. Ich hatte ein Gefühl, als wollte er mir etwas zeigen. Unter den gegebenen Umständen bin ich seinen Anweisungen gefolgt. Darf ich mich erst noch fertig umgucken? Die Statue muss auf eine bestimmte Weise gedreht werden. Ich weiß jedoch nicht, wie. Ah ja, guck mal. Okay. Da brauche ich dann noch irgendwie ein Bild oder... So, was haben wir hier? Solche Gemälde werden für gewöhnlich nicht in Kathedralen abgebildet. Warum die Ecke wohl eingeknickt ist? Ah, schade. Ich habe gedacht, ich kann das so aufbobbeln. Na gut. Hätte ja sein können. Was habe ich hier denn noch? Ein zentraler. Ach, das zentrale Teil fehlt. Das ist aber ein cooles Bild hier, ne? Mit der Hölle und mit dem Himmel oben und die kleinen Engelchen. Das ist ja voll cute. So. Ziehe in der richtigen Abfolge an den Seilen, um den Vorhang zu öffnen. Richtig gezogene Seile bleiben in der neuen Position, andernfalls werden sie zurückgesetzt. Okay. 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 Na, dann bleibt ja nur noch das letzte Seilchen übrig. Gut. Ah. Ein Kreuzschlüssel, der gehört ja vorne hin. Engel- und Teufelsstatuen, was hat das wohl zu bedeuten? Noch ein interessantes Gemälde. Es stellt den Kampf gegen Gut und Böse dar. Ja, wie das andere auch. Jetzt könnte ich mal raushuschen und gucken. Okay, das kann ich hier nicht benutzen. Na, dann hier vielleicht. Gut, wofür dieser Kreuzschlüssel ist, würde ich sagen, versuche ich dann im nächsten Teil herauszufinden. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du dann auch wieder einschaltest. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe und ganz viel Spaß heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, deine Damakasch.